Natürlich. Über den Gully, den Ausgang. Alles klar. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und ich mache mich direkt auf den Weg zu einem Arzt. Das darf ich wirklich nicht vergessen. Und danach gehen wir direkt zu Da Vinci. Unser bester Freund auf der ganzen Welt. Ah ja, ich mag ihn. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Ja. Okay, jetzt allen. Ja, machen wir mal. Und dann kaufen wir natürlich noch Apothekenbedarf, Medizin und zwar Ömas, bitte. Da haben wir mehr als genug Geld. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Na also, ach, die Rüstung, die müssen wir auch noch reparieren. Na gut, dann müssen wir noch mal in die Richtung hier. Wo ist denn hier der Schmied? Okay, ach, die Truhe ist voll. Ja, das heißt, die müssen wir mal abheben. Können wir uns auch mal später auf den Weg machen. Ich nehme an, der Schmied ist hier drüben. Ach ja, es ist schon wirklich sehr atmosphärisch, muss man sagen. Das Musik, das Musik, ja, ich würde sagen, die Musik, das Ambiente, so herum. Ja, läuft heute. Ja, Attentat. Hallo, ich will hier vorbei. Mal hier. Reparieren. Alles reparieren, alles klar. Hatte ich nicht Geld angespart für etwaige Rüstungen? Die sind alle schlechter. Die werden etwas besser. Oh ja, Schulterplatte Metall. Und Misaglias Stiefel. Ja, die werden schon nicht schlecht, ne? Boah, 14.600. 12.000 für Schulterplatten. Ich glaube, gesunder Widerstand. Ich glaube, das würde ich sogar nochmal eingehen. Das ist schon ganz schön teuer, aber da müssen wir eben auch mal etwas Geld investieren. Das ist alles schlechter. Das, naja, Schaden lohnt sich nicht wirklich. Hier, Mailänder Schwert. Aber hatten wir da nicht noch ein teureres? Nee, ich glaube, das war sogar... Nee, hier. Ach du Heilige. Schiavona. Okay, Mailänder Schwert, auch nicht schlecht. Deine Waffen. Er hatte Ochsenzunge. Gekerbte Ochsenzunge. Auch nicht schlecht, aber teuer. Messer. Ja, die Frage ist immer, benutzen wir die so oft? Ich meine, wenn wir etwas mehr Geld haben, dann gerne. Schutz etwas weniger. Messer. Ah, naja. Wir gehen mal. Aber gerne doch. Wir gehen mal in das Inventar. Rüstung. Okay, ich glaube, der hat auch automatisch jetzt die Schulterplatte Metall angezogen, nicht wahr? Genau. Okay. Brustschutz. Helmschmied, Armschutz Metall. Helmschmied Stiefel. Okay, Waffen. Das sollte soweit passen. Moment, Ausrüstung, Gegenstände. Kann ich da nochmal? Kodexseiten, Siegel. Ach, die Monturen haben wir ja auch noch, genau. Medici, Umhang, schlichter Umhang. Aber wie... Moment mal, Schulterplatte, Metall. Also ich glaube, uns wird dann immer automatisch das Beste angezogen, was wir haben. Aber wie würde man das denn wechseln dann? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt... Wie war denn das? Habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Kann man mal runterscrollen. Waffenausrüstung. Okay, Gift, Rauchbombe, ja. Monturen. Genau, Truhen der Widder, die ist ja voll oder fast voll. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, unsere Schwester wollte sich da auch immer bedienen. Die hat ja auch einen schwierigen Job. Schrecklich, den ganzen Tag da rumzusitzen. Also... Ich habe keine Ahnung, wie das hier war. Also ich glaube, uns wurde schon das Beste hier angezogen, von dem her... Ja, sieht richtig aus soweit. Alles klar. Gut, wir gehen mal zu Da Vinci. Der sollte auch nicht allzu weit weg sein. Oh, ja, okay, so viel dazu. Ja, das war nicht ganz geplant. Tja, wo ist er nur hin? Wie ein Phantom. Und zwar einmal in diese Richtung hier. Wir ignorieren mal die ganzen Wachen, ganz ehrlich.
Dann gönnen wir uns mal den Spaß. Lachu, was glaubst du, wo du hinrennst? Oh, jetzt entferne ich mich aber vom... Moment mal, wir müssen in... Wir müssen in die Richtung hier. Mein Fehler. Ich glaube zumindest, dass es gerade anvisiert. Gehe stark davon aus. Irgendwas stimmt nicht. Ach, da nach vorne müssen wir. Okay. Hier lang. Ja, das sieht schon besser aus. Dann beeile ich mich mal. Okay. Ich glaube, da müssen wir wohl mal ins kalte Wasser eintauchen. Ich hoffe mal, die Wachen werden wir da auch los. Einmal aussteigen, bitte. Na los. Ja, die Wege brauchen schon immer ein wenig, aber es macht ja auch Spaß, hier durch die Stadt zu düsen. Perpedis. Ja. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so. Das ist echt ein umständlicher Weg hier. Ja, mit denen lege ich mich jetzt nicht unbedingt an. Kann ich auch hier raus? Okay, wir gehen mal hier entlang. Wir sind ja schon nah am Ziel. Okay. Ja, das sind wir gleich. So, ja, ich will hier eigentlich nur noch weg, bevor die Wachen wieder Stress machen. Alles klar, das sind wir. Ach, Leonardos Werkstatt, genau. Ich wollte eigentlich nur die Karte aufsuchen. So, das können wir mal wegmachen. Da sind wir schon. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Leonardos Flugmaschine testen. Aber natürlich. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Das ist wirklich sehr interessant. Ich hatte schon damit gerechnet. Oh, herrje. Dass wir das auch mal ausprobieren dürfen. Das ist wirklich großartig. Okay, Flugmaschinensteuerung nach oben bewegen, um abzutauchen und nach unten bewegen und aufzusteigen. Ach du. Warum stürze ich ab? Das Heilige. Ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Oh je. Diavolo, ich geb's auf. Yay. Bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Temp. Ich kann's nicht glauben. Oh je. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio, geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut, lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heurika! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonard, ja. Was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht.
Tja, warme Luft steigt bekanntermaßen nach oben. Dann verlieren wir mal keine weitere Zeit. Die vier Orte säubern, an denen Feuer aufgestellt werden soll. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aha, wir sollen mal wieder ein paar Gebiete säubern. Ich verstehe. Zwinker, zwinker. Achso, wir müssen in die Richtung hier. Santa Maria Gloriosa dei Ferrari. Na, dieser Glockenturm sieht nach einer Herausforderung aus. Die Santa Maria Gloriosa dei Frari oder kurz Frari wurde von Franziskanermönchen erbaut und ist die zweitgrößte Kirche Venedigs. Hatten wir das schon mal gelesen? Den Regeln des heiligen Franziskus folgend, der Armut predigte, besitzt die Kirche nur ein eher schlichtes Erscheinungsbild. Kommt mir bekannt vor. Gerüchten zufolge gab es im 15. Jahrhundert eine versteckte Gruft in der Frari, die inzwischen eingestürzt ist. Ihm gesendet, um sie zu töten. Wunderbare Musik. Datenbanken. Okay, ich glaube, das hatten wir schon einmal gelesen. Aber das tut ja nicht weiter weh. Wir müssen in die Richtung hier. Aha. Achso, wir müssen dann immer die Wachen hier ausschalten. Ich meine, was bleibt uns denn anderes übrig? Vielleicht nicht unbedingt, wenn hier gerade noch eine weitere Armada anläuft. Das sind normale Bürger. Okay, wir warten mal einen Moment. Wenn die Wachen hier das weitergesucht haben, dann können wir den hier schon mal attackieren, würde ich sagen. Das jawohl. Oh je. Moment. Ach, wunderbar. Das ging schön. Okay, die können wir gleich ignorieren. Die müssen wir nämlich nicht bekämpfen. Das hat wieder zu viel Zeit gekostet. Dann wollen wir mal kurz die Seite wechseln. Das ist ganz nett mit den Leitern. Okay, wir müssen in... Oh je. In die Richtung, nochmal gerettet. Also ab nach oben. Okay, ich sollte mal den Radius hier verlassen. Ah, schade. Sind die anderen Punkte? Na gut, die sind immer relativ verstreut, nicht wahr? 1, 2, 3, 4. Achso, wahrscheinlich zählen die beiden hier als ein Punkt. Okay, alles klar. Denn wie gesagt, warme Luft steigt nach oben und dann werden hier entsprechend die Feuer angebracht, damit ich da rein manövrieren kann. Sehr gewitzt. Da Vinci, sehr gewitzt. Naja, aber ich meine, auf solche Ideen muss man auch erstmal kommen. Das war ja damals keine Selbstverständlichkeit. Okay, das sind noch welche. Okay, das sind die beiden. Da sind noch weitere Wachen. Aber die drehen nur... Ah, Moment mal. Ich glaube, die drehen hier ihre Runde. Also das Deck können wir durchaus betreten, aber die werden mich dann gleich... Ja, die werden mich gleich sehen. Da ist der. Da hatte ich nochmal Glück. Ich habe die beide abgestochen. Das sind nicht mal Glück. Moment, wir nehmen die mal aus. Ich weiß nicht, ob mich die Wachen jetzt hier entdecken. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Wir nehmen mal das hier mit. Die scheinen mich zu ignorieren. Da hatte ich eben sehr viel Glück, dass ich die beiden einfach abstechen konnte. Alles klar. Ich würde sagen, wir verlassen mal das Schiff. Und gehen in... Ach hey. So viel dazu. Es hätte so schön sein... Ich sehe nichts. Es hätte so schön sein können. So, einen Moment. Einmal in die Richtung. Ich würde gerne erstmal den Ort hier hinten säubern. Genau, zwei Gebiete haben wir schon gesäubert. Ich glaube, die werfen irgendwelche Steine oder sonstige Gegenstände auf mich. Wieso soll ich denn die Entfernung zum Ziel verringern?
Entfernung zum Ziel verringern. Okay. Wieso auch immer. Okay, ich will hier einmal raus. Ach, danke. Hier sind ein paar Kurtisanen. Warum soll ich denn das... Ziel verloren. Ich hab keine Ahnung, warum wir gerade das Ziel verloren haben. Das wird schon seine Gründe haben. Ja, okay, nochmal. Ach, das wurde sogar gespeichert, dass wir die beiden gesäubert haben. Ich weiß nicht, warum wir jetzt desynchronisiert wurden. Wird schon seinen berechtigten Grund haben. Wobei, hier weiß man ja nie so genau. Pardon. Wenn wir jetzt mal den Weg hier nehmen. Ich muss mich mal etwas orientieren. Sind wir schon wieder hier hinten gelandet? Ich würde nämlich erstmal gerne zu dem Punkt hier beim Arzt. Sehen wir mal. Ich meine, hier kommen wir ja auch noch einmal heraus. Wunderbar. Behände, behände. Sehr schön, die nehmen wir mit. Ich meine, ich kann auch mal hier vorbeischwimmen. Das sollte... Ja, hier haben wir natürlich ein Sperrgebiet, aber... Die Herren haben wir ja schon ausgeschaltet. Oh, das ist gefährlich. Ich hoffe mal, die sehen mich hier nicht. Ja. Spring hier nochmal. Das wollte ich nicht. Egal. Und zwar will ich eigentlich hier nach hinten. Da will ich auch nicht rein. Nein, nein, nein. Ab nach unten. Sperrgebiet. Da sind ein paar Kurtisanen. Ich weiß nicht genau, wo die anderen Wachen sind, die wir jetzt suchen. Da ist eine Feder. Wunderbar. Die Verkäufer. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch. Ah ja, ist hier richtig. Wo sind die denn? Irgendwo weiter oben? Ja. Ah, perfekt. Überhaupt nicht mein Ziel, aber okay. Danke, Ezio. Es dauert hier wieder einiges an Zeit. Ja, jetzt geh schon nach oben. Na komm, mach hinne. Da sind sie, ja, die sind echt hier oben. Ach du Heilige. Was wird das denn jetzt hier? So, direkt abgestochen. Das hat er davon. Große Klappe. Nichts dahinter. Na komm, Beilung. Jetzt werde ich hier gleich wieder Attentat. Das war das beste Attentat aller Zeiten. Der springt einfach nach unten. Danke. Ja. Okay, hier sehe ich gerade mal zwei. In unmittelbarer Nähe. Na komm, mach ein Attentat. Hä? Ich hab doch extra... Hallo. Ich hab extra die Klingen ausgewählt hier. Na schön. Dann eben nicht. Das war's mit dem. Ist der tot? Ich glaube ja. Naja, das war jetzt nicht wirklich souverän, aber ganz ehrlich, damit kann ich leben. War das die richtige Wache? Na komm. Okay, die haben wir. Und jetzt nur noch hier drüben zwei an der Zahl. Ich glaube, nur der eine ist hier oben. Okay, den brauchen wir nicht. Aber wir brauchen ihn hier. Das klappt hier überhaupt nicht nach Plan. Ich meine, ich kann die auch einfach mal greifen. Warum schlägt er denn zu, wenn ich seinen Kollegen habe? Was ist denn falsch mit dir? Ich wollte ihn eigentlich greifen und dann... So, genau das wollte ich. Als hätte er sich wenigstens mal festhalten können. Und tschüss. Okay, das ist überhaupt nicht gut gelaufen, aber ich ignoriere die einfach mal. Nein, runter. Heilige. Ja, okay.
Den haben wir. Okay, das läuft überhaupt nicht nach Plan. Absolut schrecklich, aber ganz ehrlich, wir kommen durch. Von dem her beschwere ich mich nicht. So, ignorieren wir die. Das ist der andere. Wunderbar. Das war's auch schon. Ich glaube, an die kommen wir wohl nicht mehr. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, mich mit denen hier anzulegen. Und wir müssen jetzt wo lang? Also erstmal müssen wir die ganzen Wachen loswerden. Ja, die netten Sänger. Okay, die haben mich mal ignoriert. Okay. Dann bleiben wir mal hier. Und zwar müssen wir... Ja, da sehe ich sehr viel. Was haben wir eigentlich hier? Ah, in die Romagna Folie. Okay, aber ich will jetzt eigentlich... Was wird uns denn... Achso, ja, ich habe noch den Punkt hier markiert. So. Führt mich die Karte gerade irgendwo hin? Wahrscheinlich, wenn wir die Wachen komplett los sind. Ach, da vorne, ja, Tatsache. Okay, wir müssen in... Da ist noch ein Aussichtspunkt. In die Richtung. Ach, dahinter müssen wir hin. Alles klar. Erinnerungsanfang. Weitere Gräber sehe ich hier auch gerade nicht. Also ein Grab finden wir hier auch noch. Und ich glaube zwei Glyphen. Ja, die Damen. Und zwar in die Richtung hier. Gut, dann machen wir das direkt. Ah, den können wir mal mitnehmen. Und zwar, ja. Weg damit. Ja, das war wieder ziemlich auffällig. Gut, ich verschwinde. Weiß nicht, welches Problem er mit Narren hat. Ich nehme an, von dem Punkt aus müssen wir dann bis ins... Naja, bis in den Palazzo fliegen? Gut möglich. Wir werden sehen. Erfahrt dies und mehr. Im Anschluss. Ja. Wer spricht denn hier mit mir? Okay. Jetzt aber mal Konzentration. Wunderbar, hier haben wir zumindest einen kleinen Weg. Na, das ist schon relativ weit weg, aber das ist noch machbar. Glücklicherweise kann man hier mit Ezio jeden Punkt zu Fuß erreichen, per Pedis. So. Genau, die Kurtisanen brauchen wir nicht. Also, zumindest jetzt nicht. Ja. Und wir können auch mal etwas die Atmosphäre genießen. Da werde ich auch etwas ruhiger. Na, ich weiß nicht. Also mich selbst wahrscheinlich. Da sind wir auch gleich. Okay, jetzt ist die Frage, das werde ich doch wahrscheinlich da oben irgendwo annehmen müssen. Also klettern wir direkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, da drüben ist dann... Ah, hier direkt. Okay. Sieh mal einer an. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sieh. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Jetzt oder nie, Gelegenheitsflieger. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern. Im Innern des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer hätte damit gerechnet? Marcusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein!
Es ist Ezio. Okay, bin ich auf dem richtigen... auf dem richtigen Weg? Moment mal. Da, okay. Es sind sehr viele Flammen, zum Glück. Das ist wirklich wunderbar. Jetzt ist die Frage, kann ich die... Wow. Hey, wir haben ihn weggerammt. Nicht schlecht. Um Gegner zu erfassen und zu treten. Okay. Das werden wir gleich nochmal ausprobieren. Das gefällt mir schon wieder sehr. Erinnert mich etwas an die, naja, Kutschenfahrt. Weil das auch etwas... Makusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Weil das schon etwas Besonderes war. Ist so etwas aus dem Standard herausgefallen. Okay. So, etwas abtauchen und ab nach oben. Das klappt doch wunderbar. Okay. Ach so, okay, alles klar. So, Moment, hier haben wir noch eine Flamme. Die eine habe ich verpasst, wir nehmen mal die hier drüben. So, Achtung. Jawohl. Das gefällt mir sehr gut. Wirklich sehr gut. Okay, da müssen wir langsam mal aufpassen. Vielleicht nochmal hier. Ich hoffe, wir haben noch ein wenig. Ich glaube, langsam verlieren wir. Ja. Da drüben haben wir noch ein paar Flammen. Ah, schade. Den haben wir nicht weggekickt. Da bin ich etwas behutsam. Da können wir lang. Wunderbar. Oh nein. Ah, ich bin zu niedrig geflogen. Ich bin zu niedrig geflogen. Tja, ich hätte ja gerne gesagt, dass ich zu nah an der Sonne war, aber das stimmt nicht ganz. Zu nah am Dach. Und sehr nah an den Flammen. Okay, probieren wir es nochmal. Ehrlich gesagt stört mich das nicht wirklich, weil dieses Level hier gefällt mir. Makusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ja, der Dämon. So, einmal hier noch rum. Also, gucken wir mal. Ich meine, ich kann natürlich auch hier außen entlang fliegen. Das geht. Ja, das geht auch, ne? Gegner zu erfassen und zu treten. Ach ja, das hier ist damit, glaube ich, gemeint. Ja, okay, alles klar. Dann habe ich es, glaube ich, auch verstanden. Ja, den habe ich jetzt leider nicht erfasst. Okay, dann müssen wir langsam mal aufpassen. Wir müssen auch mehr in die Richtung hier. Den haben wir erfasst. Tritt er ihn jetzt auch automatisch? Ja. Okay, wir müssen nur die Gegner einmal erfassen und dann werden sie automatisch getreten. Da will ich gar nicht erst durchfliegen. So, wir haben hier noch eine Flamme. Also fliegen wir mal etwas niedriger. Ja, wunderbar. Sehr schön. Na, da war ich zu nah dran. Da müssen wir noch einmal nach oben. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht ganz funktionieren wird. Gut, aber jetzt weiß ich immerhin, wie ich die Gegner von den Dächern kicken kann. Auch wenn wir einfach versuchen können, vorbeizufliegen. Aber wirklich eine gute Idee für eine Mission. Gefällt mir auch sehr gut. Die Idee und Umsetzung soweit. So, Achtung. Da können wir auch nochmal vorbei. Da haben wir einen. Sehr schön. Da haben wir noch eine Flamme hier drüben. Heilige! Ich weiß nicht mal, wo ich reingeflogen bin. Wahrscheinlich in die Seile hier. Ich habe auch die Flamme nicht gesehen. Ich bin da jetzt mal auf gut Glück lang geflogen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich versuche doch lieber etwas Abstand zu halten.